Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castle Story. Wir sind gerade unsere Steinvorräte hier am Auffüllen, was wir jetzt sofort auch geschafft haben. Ich glaube, den Dale, den können wir schon mal arbeiten lassen. Und müssen schon wieder mal auf Flickpatrouille gehen. Mal Bing da runter, bitte. Denn die haben irgendwie was gegen unsere Mauern. Oh, da hätte ich auch einfach. Ja, ist sogar besser. Mach nicht den zuerst. Wage es dich. Den auch nicht. Na? Wie er genau den Riecher hat, wenn mal was Falsches passiert, ne? So nach dem Motto, hey, 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 ich baue das sofort. So, hier müssen wir auch unbedingt ausbessern, bevor hier noch gleich was rumkreucht und fleucht. Und den zweiten Arbeitsauftrag, den werde ich auch noch mal ein bisschen füllen. Eigentlich ziemlich blödsinnig, das jetzt noch zu trennen. Der Hintergedanke war zwar ein anderer, aber so hat jetzt wenigstens jeder seinen eigenen Arbeitsbereich. Hier müssten wir noch ein paar Steine hinhaben. Damit hier die Lücke auch zu ist. So. Ja, ihr seid wieder unterbeschäftigt. Moin. Kannst du mal eben hier lang hingehen? Ja, mitgekriegt, okay. Und Stan macht weiter. Mit den Steinen. Gleich. Spawnen können wir auch schon wieder. Müssten wir jetzt sogar wieder einen mehr kriegen als letztes Mal. Bogenschützen haben wir, glaube ich, keinen verloren. Da brauchen wir also auch keinen neuen. Der Google ist wieder da. Und der Quick Quick. Und der Muigi ist auch wieder mit dabei. So, das dürfte es eigentlich gewesen sein mit Spawn, ja. Okay, ist dein Da. erstes Stockpile ist leer, du kannst auch weitermachen. Gut. Na, nur mal kontrollieren eben, aber ich habe noch gar nicht neu geladen. Ich könnte die Steine hier auch mal im Weg räumen. Also, kleine Merkliste machen. Als erstes bei jeder Aufnahme die orangen Steine auf. Ausschalten. Das hält uns enorm auf, wenn wir das vergessen. Och Mensch, ich hätte ja auch gern wieder die äußere Mauer, aber da bräuchten wir bestimmt zwei Arbeiter mehr. Könnte man eigentlich angehen, wenn die nächste Welle ähnlich unglimpflich verläuft wie jetzt. Glimpflich, unglimpflich, wäre glaube ich schlecht. Wenn die nächste Welle auch so gut verläuft, dass wir nur einen verlieren oder zwei und drei dafür neun kriegen, würde ich sagen, investiere nicht die in Arbeiter. Und versuch nochmal die äußere Mauer wieder hochzuziehen. Aber es ist ja nicht immer ganz fest. Man kann ja ganz schnell mal eben auf die Schnauze fliegen. Da muss nur einmal die falsche Wand eingerissen werden. Zum Beispiel macht hier der angebrochene Turm mir auch immer noch Sorgen. Wenn da mal einer auf blöde Ideen kommt, dann sind wir dahin. Gucken, wie sieht das denn aus? So, einen da rein. Steine kommt da jetzt ganz gut hinterher mit dem Vierstock. Aber wie sie schon wieder alle anfangen, ne? Das ist echt. Doof. Sollte über den. Ja, weiß nicht. Nee. Ich würde ja sagen, sie priorisieren immer den nächsten, aber das kann ich, weil dann müsste der auf jeden Fall voll bleiben bis zum Schluss. Oh, es geht gleich schon weiter. Wo ist denn die Zeit hin? Mann, Mann, Mann. Nicht gut. Warum steht da eigentlich keiner mehr? Das war doch zur Ablenkung eigentlich immer ganz schön. Und warum hier auch kein Stein gerade hochkommt, muss ich auch nochmal rausfinden. Aber das machen wir nächstes Mal. Jetzt holen wir erstmal den Eulen wieder zurück. Lassen den Stan auch da. Und den Dale und den Stan natürlich auch. Und dann geht es sofort weiter mit Welle 104. Fast sind wir bei der 200. Hör diesmal auf.
Sniper. Sicht. Schwumm. Achso, eben die blöden Steine wieder ausmachen. Um die volle Grafik genießen zu können in Ruckel Castle Story. Aber es ist. Ah, doch, so sehen wir schon, wie er über den Berg kommt. Zack. Oh, da wird einer knapp. Komm, den kriegt er noch. Ah, haha. Hier. Shaiquaya, perfekt gesniped. Durch die Lücken durch. Ja, das läuft auch ganz gut. Jetzt kommen die anderen wahrscheinlich an, deswegen zoome ich mal wieder ein bisschen raus. Für den besseren Überblick. Und quack, quack, halb tot. Kriegt auch Schaden, ziehe ich die bei ihm dort raus. Am besten schon, sobald die gelb werden. Noch. Die wird schon wieder etwas angeschlagen. Auch eben aufzukämpfen. Ich glaube, die hier, die kann ich mal eben umverteilen, die hier hinten. Da kommt gerade noch keiner ran. Da müsste sich erst wieder durchhauen. Hier, das hält sich auch ganz gut bisher. Von der äußeren Mauer reißen sie wieder mal ein Stückchen weg. Oh, da hat es einen Krieger gekostet. Zwei. Ein Bogenschützen. Das ist allerdings nicht Schuld der Corruptors. Aber ich glaube, das mit dem Krieger ist gerade ein Problem. Denn jetzt brauche ich da Verstärkung. Aber hier steht der Ektor noch rum. Und Bing können wir eigentlich auch da abziehen, sind genug. Noch zwei Tote. Luigi, einen Schritt zurück. Und, oh, da kümmert sich ganz schön was vor der Tür. Oh nein, unsere Türwachen. Eieiei, das wird eng. Alter, nein, Esli. Hau den bloß um. Oh, da kommt noch mehr. Das wird knapp. Das wird verdammt knapp. Alle rein. Alle rein. Ich glaube, wir haben es nochmal knapp abwetten können. Aber die Welle hat uns einiges gekostet. Oh, das war ein klarer Durchbruch von hier. Und unsere Tür ist kaputt. Also auch der ganze Türrahmen ist ebenfalls kaputt. Gut, keine Panik. Wir haben ja noch Dale, der alles wieder aufbaut. Dale! Aha, die Stockpiles haben uns auch wieder gerissen. Gerissen. Wort benutzt ihr mir doch, glaube ich, ganz gerne. Was nicht gerade darauf hinweist, dass ich sehr gerissen bin. Oder einen Huhn gerissen habe. Oder einfach meine Hose gerissen ist. Beim vielen Castle Story spielen. Den Zusammenhang müsst ihr nicht verstehen. Ah, wo ist Eulen eigentlich? Haben wir den schon geschickt? Naja, ist schon am Sammeln. Und dann müssen wir ordentlich hier auch nachrüsten. Eigentlich brauche ich fast nur Krieger. Bogenschützen haben bis auf den einen ja alles schon ganz gut überlebt. So, kommt da mal eben raus. Allesamt. Klicken funktioniert gerade nicht. Da haben wir auch wieder einen Lenell. Ich tue mal die Steinchen weg, vielleicht liegt es daran. Ja, tatsächlich. Die haben das Klicken ein bisschen blockiert. So, wo ist der Bogenschütze? Da, Tor. Ja, der wieder da hoch. So, die restlichen Bogenschützen, denen geht es ja eigentlich ganz gut, glaube ich. Denen sollten nichts passiert sein. Ist die Frage, ob wir das wieder heile kriegen in der Zeit. Eigentlich würde ich da, glaube ich, auch gerne jetzt doch nochmal einen vierten Arbeiter dran setzen.
Ah. Der Chef persönlich legt mit Handel an. Was soll denn da noch schief gehen in der letzten, vielleicht letzten Runde Castle Story? Weil wenn das ähnlich fatal endet gleich, haben wir ein Problem. Aber wir geben nicht auf. Ah, das haut nicht mit den Steinen hin. Es haut einfach nicht mit den Steinen hin. Fliegt die Treppe da? Ach, deswegen wird er vielleicht nicht weitergebaut. Das ist ein Argument. Oder? Moment, mal von der Seite gucken. Ja, die fliegt nicht, aber man kommt trotzdem, glaube ich, nicht hin. Dann müsste hier noch ein Block rein. Dann könnte man da, glaube ich, so rüber wieder gehen. Dann kann das da auch weitergebaut werden, unser zweiter Schützenturm. So, da noch ein Stein hin, der da ist auch geplant. Wo war denn? Ah, hier war auch noch ein guter Dom. Habe ich gar nicht gesehen. Aber das scheinen sie nur kaputt gemacht zu haben. Da ist, glaube ich, keiner durchgekommen letztes Mal. Unsere Krieger müssen wir gleich alle verteilen, dürfen wir nicht vergessen. So, Problem, Stockpiles. Ich möchte ungern noch mehr machen jetzt. Wir können aber noch was spawnen. Machen wir da noch einen Schützen vielleicht. Für hier nochmal. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Dann kann Beaver dahin, nur richtig den Posten. Also damit hier einer ein Auge auf den Kristall hat, deswegen. Oh, wir müssen den Eingang. Oh, meine Stimme. Ich hasse Erkältung. Das Schlimmste an den Erkältungen ist dieses ewige Rausschneiden der Huster, was jedes Mal total ewig dauert. Wenn ich den erwische, der Erkältung erfunden hat, den hau ich mal einfach ein paar rein. Mit einer Kettensäge. War bestimmt ein Zombie. Irgend so ein genialer Wissenschaftszombie oder so. Aber lasst uns nicht über Zombies reden. Wobei mir einfällt, ich habe überhaupt kein Zombie-Spiel in meinem Programm. Oh mein Gott, ich habe den Trend 2013 absolut verpennt. Wir können immer noch was spawnen. Ich bin mir noch nicht so schlüssig. Oh Gott, das hörte sich fast französisch an. Wäre gar nicht so verwunderlich. Denn es ist ein französisches Spiel. Oder die Entwickler sind, glaube ich, französisch. Jetzt, wo ich das so erzähle, bin ich mir. Doch, 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 auf jeden Fall. Deswegen darf ich hier keine No-Mem-Regeln zitieren. Ja, die Bandis. Ach Mensch, da fehlt ein Steinchen noch. Da ist schon wieder irgendwas nicht am Laufen. Ständig die Krieger hier, die Minenarbeiter tauschen. Ja, idealerweise bräuchten wir, glaube ich, noch einen Krieger mehr, einen Arbeiter mehr. Drei Steinschlepper und zwei Buddler wäre, glaube ich, ganz gut bei nur zwei Stockpiles. Ich schiebe hier jetzt mal drei in die Tür. Das kriege ich, glaube ich, sonst nicht mehr so geflickt. Den Quack-Quack aber erst später. Und da muss unbedingt drinnen auch einer stehen. Und ansonsten muss ich mal gucken. Drei für die Ecke wäre zwar schön, aber ich glaube, das geht gar nicht, weil wir brauchen hier auf jeden Fall auch welche. Ich lasse mal einen hier. Zwei da, zwei da. Du hängst da hoffentlich nicht fest, denn. Und da geht's schon los. Och Mensch. Arbeit da rein. Und dann machen wir mal die Tür dicht. So. Wie machen wir denn jetzt hier?
Ah, da kommt gleich so viel an. Ja, wir müssen einfach mal gucken, wie es hinhaut. Wird auf jeden Fall diesmal eine spannende Welle. Könnte eventuell unsere letzte sein. Allerdings haben wir das schon oft geglaubt. Und immer wenn wir das glauben, wird es danach noch besser. Dieses fiepende Soundeffektchen da könnte auch mal beseitigt werden. Aber ich glaube, das hängt halt auch mit dem Performance-Problem zusammen. Die haben wir dann hoffentlich in der nächsten Staffel nicht mehr. Ach, wir brauchen unbedingt mal Bogenschützen mit Maschinengewehren. Dann würde diese Phase jetzt wesentlich schneller vonstatten gehen, glaube ich. Oh, nicht rausrennen, Rustem. Schön nah bei der Burg bleiben. Oh Gott, das schafft er nicht, oder? Hat noch keinen Schaden. Aber stand da gerade ziemlich in Bedrängnis, hat aber funktioniert. Hey, nur noch 265. Also jetzt. Wird auf jeden Fall spannend hier. Ein Bogenschütze ist verloren. Oh, sie klettern da hoch, das ist nicht gut. Was denn? Du darfst hier oben. Du musst, glaube ich, hier oben mal eben deffen. Am besten ganz vorne. Da hinten wird es auch echt knapp. 180 noch. Und wir haben noch 25 Leute. Die Seite wurde komplett entkriegert. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht einen da noch rüberschicke, aber es sieht schon so aus, als wenn das zu spät kommt. Aber gut, sie buddeln sich nicht durch die Wand, sondern laufen außen rum. Das heißt, die anderen können da auch noch mal ein bisschen Einfluss drauf haben. Bitte nicht am Turm nagen. Den Turm brauche ich noch. Umstehen ist gerade auch eine schlechte Idee. Loopy. 100 Leute noch. Noch keiner drin. Scheint zu klappen. Ich glaube, wir schaffen es. Einer war gerade nah dran. Da kommt der Hintereingang. Aber kein Corruptor mehr, der da tatsächlich auch reinkommt. Da zieht ein anderer schon automatisch. Oh, doch. Aber da habt ihr schlechte Karten, Leute. Oh, was für ein Rückstoß von Randy. Sind mal eben gegen die Wand geschossen. Und da kommt die... Oh, die Nachhut sind noch 54, 57. Die da festgegangen haben anscheinend. Das ist nicht gut. Das klaut uns gerade viel, viel Zeit. Und Stockpile hat sich auch schon wieder erledigt. Ich schick's denn schon mal schnell Baum fällen. Ach komm, wir machen einen neuen Task dafür. Denn wir brauchen auf jeden Fall den Stockpile. Ah, oder Dale. Dale ist bestimmt gut als Holzfäller. Habe ich in Minecraft schon gesehen. Ja gut, die schaffen wir ja hoffentlich noch alle. Obwohl immer mal wieder einer durchhuscht. Komm, Dale, du brauchst keine Holz haben. Geh schnell Holz holen. Ja, die halten uns hier total ab. Da steht bestimmt auch noch irgendwo einer rum, den ich sofort noch suchen muss. So, ein Wichser erstmal da weg. Stan, lebt Stan noch? Stan lebt auch noch. Gut. Okay. Ah, nicht beide. Gut, dann kann er das machen. Und er macht mal eben ein paar neue Stockpiles. Mindestens zwei. Ich glaube, drei sind auch ganz gut. Da liegt schon der erste Baum.
Gut, ich verabschiede mich mal für diese Runde und erwarte euch bei einer neuen spannenden Runde Castle Story beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Schumbock.